Vielen Dank dafür. Dankeschön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hallo. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Heute ist Samstag. Heute ist Samstag, der 5. Februar 2022. Herzlich willkommen. Nicht ganz 22 Uhr. Wir haben es mal wieder ein bisschen später. Aber gut, komm. Passiert, ne? So ist es halt manchmal hier bei uns. Auf Pünktlichkeit legen wir oftmals nicht so viel Wert. Von daher. Gut, fangen wir mal an. Heute möchte ich auf jeden Fall mich wieder dem Fußball widmen. Letzten Donnerstag hatten wir so einige Probleme. Ich glaube, tontechnisch wie immer auch so ein paar Probleme dabei. Aber auch Netzprobleme. Das häuft sich in den letzten Tagen und in den letzten 2 Wochen häuft sich das etwas mit den Netzproblemen. Sehr schade. Deutsche Telekom arbeitet fleißig am Breitbandausbau in der Bundesrepublik Deutschland. Von daher bin ich sehr optimistisch gestimmt, dass wir heute eine einwandfreie Sendung haben, ohne jegliche Lags, Abbrüche, auch in-game, auch das Fußballspiel wird reibungslos, wird das laufen, ohne Lags, ohne irgendwas. Ich freue mich drauf. Wird gut werden. Alles klar. Wir gucken drauf, was es heute für tolle personalisierte Nachrichten gibt. Also, der FC Bayern München hat das Topspiel gegen RB Leipzig gewonnen. Auch da sind wir wieder beim Thema Fußball mit 3:2. Habe ich mir angesehen, war toll. Weiter. Der SC Paderborn, das ist ja mein Heimatverein, verliert aktuell gegen St. Pauli. Das ist sehr schade. Paderborn hat seinen Topstürmer abgegeben. Sven Michel, auch das habe ich schon mal irgendwann erwähnt. Wenn sie jetzt verlieren, wäre das doof. Aber ändern kann ich jetzt persönlich auch nichts dran. Von daher ist es sehr schade. Und bringt den SC Paderborn auch nicht wirklich weiter in der Tabelle. Aber gut, was sollen wir machen? Geht nicht, ne? Sven Michel, der Top-Torjäger, ist halt einfach weg. Und dann war es das. Ich weiß nicht, ob wir das Ganze so kompensieren können im Sturm. Wenn der Sven Michel war halt der Topscorer in der Mannschaft. Wir haben noch Platte, Srebeni und so weiter. Ob die das Ganze vorne auffangen können, ist eine große Frage. Wir werden sehen, aktuell verliert der SC Paderborn. Schade. Gut. Was haben wir noch? Ich habe diese Tage gelesen. Und zwar gibt es ein neues Medikament beziehungsweise einen neuen Impfstoff gegen das Coronavirus. Was für ein Virus? Brauche ich jetzt nicht erklären. Kennt man. Es gibt einen neuen Impfstoff, der mit einer anderen Variante, der einfach anders vorgeht als die Impfstoffe, die es bisher gab. Um das zu erklären, bin ich auf jeden Fall nicht der richtige Mann. Es gibt ja auf jeden Fall einen neuen Impfstoff, der einige Leute mehr ins Boot mitholen soll. Man muss auch impfen. Das ist jetzt kein Medikament, was man so einnehmen kann als Tablette. Man muss auch impfen. Ist die Frage, ob das dann mehr Leute erreicht. Aber Leute, die so einen mRNA-Impfstoff kritisch entgegensehen, weil man ja da die Viren in ganz, ganz kleiner Dosis verimpft, verspritzt in den Körper und der Körper bildet dann Antikörper, so war es bisher. Da gibt es jetzt einen anderen Impfstoff, wo man nicht diese Viren initiiert und dann Antikörper gebildet werden, sondern etwas anders. Wie es da genau ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es jetzt was Neues, was Schönes, was die Pandemie bestimmt weiter zurückwirft und das normale Leben weiter nach vorne wirft. So, das ist das Wichtigste. Gibt's noch irgendwas Tolles hier in der Welt? Russland verlegt Kampfjets nach Belarus an polnische Grenze. Ja, okay. Nein, das ist nicht so interessant. Ja, das ist auch nicht so interessant. Das ist okay. Ja. Gut, wir haben schon zu viel Zeit totgeschlagen. Impact, erstmal hallo, herzlich willkommen. Zu Fortnite kann ich vielleicht gleich was zu sagen. Wir gehen jetzt erstmal rüber. Ich habe, glaube ich, noch 3 Sets. Die ich ziehen muss, denn ich habe mich tatsächlich erst vor einer guten halben Stunde für diese aktuelle Weekend League qualifiziert. Das heißt, ich habe noch kein einziges Spiel gemacht. Zeitdruck haben wir nicht. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Hallo! Ja. Ist cool. So, herzlich willkommen. Fortnite, ja, Impact, haha.
So, da wirft sich so ein kleines, da ist ein kleines Problem tatsächlich. Ich kann, also ich spiele tatsächlich privat Fortnite aktuell sogar relativ gerne. Ich habe, glaube ich, ich habe gestern 5 Stunden für mich privat Fortnite gespielt. Und das hat auch Spaß gemacht. Das Problem ist, ich kann das Ganze jetzt hier so, denke ich mal, nicht wirklich spielen, weil das ganze Breitband-Internet dafür tatsächlich jetzt hier nicht mehr ausgelegt ist. Wenn ich das spielen würde, hätte ich entweder einigermaßen gutes Bild, was ich übertragen kann, und einen sehr hohen Ping. Sagen wir mal einfach, ich würde jetzt schätzungsweise sagen, der Ping wäre dann so im 100er Bereich teilweise, also es würde halt teilweise so zu Lags kommen. Deswegen ist halt in Fortnite kannst du nicht mit irgendeinem ansatzweise hohen Ping oder kleineren Lags, kleineren Rucklern, was weiß ich nicht, kannst du nicht gescheit spielen. Oder ich kann halt flüssig Fortnite spielen, aber das Bild ist halt, wird halt in extrem schlechter Qualität übertragen. Deswegen ist aktuell ganz, ganz schwierig möglich auf Fortnite zurückzugreifen. Plus, dann kommt noch dazu, dass ich weiterhin solo das Spiel tatsächlich nicht spielen möchte. Also, ja, ich kann mich hier hinsetzen und kann ein Solo 1 gegen 1 Spiel suchen, wie ich es ja sonst auch damals mal gemacht habe. Ich werde aber nach einer Runde keine Lust mehr haben. Solo, tatsächlich muss ich ehrlich sagen, macht mir wenig, wenig Spaß in Fortnite. Deswegen sehe ich da aktuell nicht so viel Potenzial, das Ganze zu spielen. Das war auch tatsächlich der Grund, warum ich es aufgehört habe. Weil es Solo ist halt, finde ich, macht keinen Spaß, ist nervig, möchte ich nicht. Habe ich keine Lust drauf. Punkt aus, fertig. Ne? Lassen wir mal einfach mal sein. So, wir gehen jetzt gleich rein in das erste Spiel. Ist es das Lied hier? Ja. Das ist das Lied, was ich gesucht habe, jetzt eine halbe Stunde. Gut, wir gehen jetzt rein. Wie gesagt, ins erste Spiel. Nee, Quatsch. Ich habe noch Sets zu öffnen. Sorry. Quatsch. Ah, haben wir wieder die großen Flaschen. 0,5 Liter. Hey, das ist cool. Das ist schön. Was gibt's hier alles für Sachen? Ich will das alles gar nicht haben. Nicht, interessiert mich alles überhaupt nicht. Ja, das sieht schön aus. Interessiert mich nicht, was es hier gibt. Ah. Hey, cooles Set. Inaki. Super. Können wir jetzt auch nicht. Ah, nee, können wir nicht anbieten. Habe ich keine Zeit für. Habe ich keine Zeit für, die Jungs anzubieten. Ja, da war das Elektro-Spieler-Set ja sogar besser. Hey, cool. Ist einfach ein Inform drin. Oh, cool. Ey, mein 10k gemacht mit den Sets. Das ist auch schon mal was. Passiert auch nicht oft. Passiert wirklich nicht oft, dass man 10k daraus holt. Durch so einen fucking Abstoß in Form. Korea! Auch den kann er nicht gebrauchen. Schade, die Sets waren wie immer extremst, extremst niedrig angesetzt. Boah, 283er sogar in einem Set, das ist ja absolut krass. Weg, weg, weg. Passt.
Dann schauen wir mal rein ins erste Spiel. Ich habe tatsächlich, habe ich so das Gefühl, wahrscheinlich etwas Zeitdruck, ne? Dieses Wochenende. Ich glaube, ich habe etwas Zeitdruck dieses Wochenende. Diese ganze Weekend League fertig zu kriegen. Normalerweise mache ich ja freitags für mich privat dann immer schon ein paar Spielchen. Auch das habe ich diese Woche nicht geschafft. Ich habe mich ja gerade erst qualifiziert. Ja. Sieht so ein bisschen kritisch aus. Also ich müsste ja prinzipiell heute 10 Spiele machen und morgen auch nochmal. Das werde ich in einer guten Stunde heute sehr, sehr wahrscheinlich nicht schaffen, 10 Spiele. Also gehe ich mal ganz stark von aus. Wenn ich aber sehe, dass Gegner mir ganz doll überlegen sind und zum Beispiel 5-0 führen, dann würde ich auch einfach mal die Gelegenheit auch heute und morgen ergreifen und das Ding an der Stelle dann auch einfach abbrechen. Ne? Wenn die Gegner absolut überlegen sind, dann würde ich das auch erstmal sein lassen und einfach das nächste Spiel suchen. Der Gegner hat hier ein gutes Team mit Ronaldinho. Auf der absolut perfekten Position. Genau da muss Ronaldinho stehen. Genau das ist seine Position. Kanté, Guendouzi. Die Abwehr ist gut. Die Flügel sind sehr schnell besetzt mit den beiden Real-Youngstars. Und im Sturm, wie immer, der absolut beste Goalgetter. In Frankreich, der für Real Madrid spielt. Und zwar in der letzten Saison. Das Schöne war tatsächlich an der Qualifikation, dass an diesem Samstagabend relativ viele auch frühzeitig die Partie dann beendet haben, weil ich relativ hoch geführt habe. Das war die Qualifikation. So, das wird natürlich hier in Foot Champions nicht passieren. Wir werden alle Spiele bis zum Ende ausgespielt. Ricardo Kaká mit der ersten Möglichkeit. David de Gea muss direkt mal sich extrem lang machen und zupacken. Er kann den aber nur wegfaust. Das war ein richtig schöner Schuss von Ricardo Kaká. Genauso will ich das sehen. Ricardo Kaká kommt auch heute wieder über die linke Seite. Neymar im Sturm gesetzt. Erste Chance auch hier für Ronaldinho. Der Ball ist abgeblockt. Und es geht wieder schnell. In die andere Richtung. Über Hakimi. Muss abdrehen. Bisschen Tempo raus. Vorne ist Neymar. Auf der anderen Seite Cancelo, viel Platz. Cancelo am Abseits. Ey, Joao Cancelo. Das ist nicht so cool. Joao Cancelo. Kaka, ja, ist zumindest dran. Ich dachte, ich wollte ihn schon loben. Und sagen, der holt sich den Ball ja jetzt extrem gut im Mittelfeld, beziehungsweise im Mittelfeld, das ist vollkommen richtig. Hat aber nicht gemacht. Kevin De Bruyne, ein richtig guter Passgeber, dessen Qualitäten auch heute wieder sehr, sehr gefragt sind. Kevin De Bruyne ist trotzdem immer mal wieder so eine Position, die einfach aus irgendwelchen Gründen bei mir wackelt. Ich sag immer, der macht einigermaßen ein gutes Spiel, ist nie der auffälligste Spieler auf dem Platz. Das ist aber auch bei Manchester City nie gewesen. Aber der macht immer wieder solide Spiele und bringt seine Pässe, die er spielen muss und auch teilweise Pässe, die nicht unbedingt ankommen müssen, die bringt er sensationell an den Mann. Allerdings trotzdem immer mal wieder steht er bei mir auf dieser Wackelkandidatposition, weil ich mich immer wieder umschaue nach Alternativen für Kevin De Bruyne, die etwas schneller sind, die vielleicht etwas defensiv stärker sind und so weiter und so fort. Weil das Qualitäten sind, die er nicht unbedingt mitbringt. Die Schnelligkeit und die Defensivstärke. Das war jetzt gerade übrigens die nächste Chance über Neymar. Und wieder ist der Rea da. Rodrigo, Flanke kommt, abgewehrt, abgeblockt von Marquinhos. Es gibt die erste Ecke nach 24 gespielten Minuten. Der ist geklärt. Und jetzt kommt wieder Kevin De Bruyne mit einem langen Ball auf Lionel Messi gegen Luke Shaw.
kann das nicht so ganz gut verteidigen. Das ist Kevin De Bruyne, der hat den Ball auf dem Rechten. Kriegt den Ball, aber nicht aufs Tor gezimmert. Da ist tatsächlich im letzten Moment Luke Shaw noch da. Das sind zum Beispiel Szenen. Kevin De Bruyne hat sich mal ein bisschen weit vorgelegt. Ansonsten mit sehr viel Zug auch zum Tor. Und der Schussversuch dann aus der zweiten Reihe. Ebenfalls abgeblockt. Kevin De Bruyne. Ah. KDB, Lionel Messi. Der Platz für Achraf Hakimi. Ganz hinten ist Ricardo Kaká, der hat eine gewisse Größe. Kann den Ball auch gut und gerne dann mal, wenn er da hinten steht, per Kopf aufs Tor bringen. Warum nicht? Ecke kommt von KDB und ganz hinten ist Messi. Nächste Ecke von der anderen Seite getreten, dann auch von Lionel Messi. Marquinhos wieder gesucht gegen Guendouzi. Viel zu kurz, diese Ecke. Messi wieder auf der rechten Seite. Ganz hinten ist Neymar, der steht unfassbar frei. Dieser will rausrücken, kriegt den Ball nicht. Und jetzt wird es ganz gefährlich. Ronaldinho hat viel zu viel Platz. Ronaldinho, ganz, ganz stark gemacht. Von Gianluigi Donnarumma. Ronaldinho hat zu viel Platz, ist ganz frei durch, frei vom Keeper. Und Donnarumma macht es überragend, Weltklasse. Gianluigi Donnarumma. Kanté gegen Ronaldinho. Sehr schön, von KDB, da ist er jetzt. Und wieder rechts raus, über Hakimi. Wieder viel Platz, Achraf Hakimi, wer ist da in der Mitte? Messi ist anspielbar, Messi hat den Ball auf dem Rechten, Messi schießt, De Gea ist dran, Kaká 1-0, kein Abseits. 41. Spielminute. Kein schönes Tor, aber ein wichtiges Tor, 1-0 kurz vor der Halbzeit. Desai über Kanté, über De Bruyne, da ist wieder so viel Platz, sowohl im Mittelfeld als aber auch auf den Außenpositionen. Cancelo auf Neymar, schießt, trifft nur den Pfosten und Messi ist nochmal da. Kriegt den Ball nicht mehr von der Linie gekratzt, das gab Abstoß. Messi setzt richtig gut nach da auf der rechten Seite, das gefällt mir sehr gut. Wir gehen rein in die Halbzeitpause. Schade, also wir hätten hier gerne auch mit einer 2-0-Führung in die Halbzeit reingehen können, denn wir hatten eine gute Chance, kurz vor Schluss, über mit Neymar. Neymar hat das Ding nochmal gut und gerne an die Latte gezwirbelt oder an Pfosten oder irgendwas dazwischen. Schade, sehr schöne Möglichkeit. Neymar muss ich tatsächlich sagen, wieder da vorne zentral im Sturm drin steht, ist beidfüßig, ist schnell, dribbelstark, hat einen guten Abschluss, kann passen. Das ist halt Neymar, was ihn auszeichnet. Der gefällt mir in der zentralen Position sehr, sehr gut. Messi gefällt mir da auch sehr, sehr gut. Kaká gefällt mir da auch am besten in der zentralen Position. Aber auch Kaká auf der linken Seite macht gute Spiele. Hat ja auch in diesem Spiel wieder getroffen. Ja. Ganz genau. Und wieder KDB. Das sind diese berühmten Pässe, die halt einfach dann auch ankommen. Messi! 2-0! Kevin De Bruyne, sehr, sehr schöner eröffnender Pass. Auf die rechte Seite. Hakimi ist da. Der legt den Ball in die Mitte. Messi setzt sich durch und trifft zum 2-0. Ganz wichtiger Treffer. Boah, Ricardo Kaká. Und wieder ist es Kaká und da vorne läuft Neymar durch und dann bietet sich Messi auch noch an, Andreas da.
Das war kein guter Pass von Neymar. Wo sollte der hingehen? Also eigentlich sollte der kommen auf Messi. So wie ich das gesehen habe. Jetzt hat... viel zu viel Platz, ne? Benzema. So viel Platz, legt den Ball rüber. Aber hoch kann Vinicius Junior natürlich nicht so viel anfangen mit dem Ball. Eckball. Abgefälscht von Hakimi. Diese Flanke. Die kommt von Ronaldinho. Ganz hinten ist Guendouzi. Oh, Keeper ist draußen. Und das ist ganz gefährlich, was Donnarumma da macht. Langer Ball von Desai. Auf Varane. Der kontrolliert den wirklich sensationell gut. Weil Messi Druck gemacht hat. Und vorne. Neymar. Rechts wieder viel Platz für Hakimi. Das gefällt mir immer wieder. Weiterhin noch sehr, sehr gut in dieser Mannschaft. Dass diese Außenspieler so viel Platz haben. Das ist Lionel Messi. Will noch auf den linken haben. Logisch. Wenn man Messi ist und so einen goldenen linken Fuß hat, dann legt man sich den Ball immer gerne drauf. Nächste Chance. Und jetzt ist er immer noch nicht drin. Donnarumma, nächste grandiose Bilanzparade. Oh, oh, oh. So langsam fangen wir an, hinten etwas zu schwimmen. Donnarumma muss jetzt schon zweimal richtig doll zugreifen. Messi, De Bruyne. Links raus, viel Platz für Ricardo Kaká. Und ganz hinten ist wieder Lionel Messi. Der kommt der Ball nicht hin. Oh. Sehr schön nachgesetzt. Und wieder viel Platz für Cancelo. Schießt mit rechts. Cancelo, De Gea ist dran. Wow. Ecke kommt. Auf Marquinhos. Luke Shaw. Macht ihn nach vorne. Nächster langer Ball auf Ricardo Kaká. Saar ist da. Der Ball kommt nicht durch Kanté. Der passt richtig gut auf. Sonst wäre es echt gefährlich geworden. Oh, und das war auch nicht so gut von Presnel Kimpembe. Aber Marquinhos passt auf als zentraler Innenverteidiger mit einem sehr hohen Tempo. Was Marquinhos mittlerweile hat. Ronaldinho. Tunnel gegen Kanté. Vorteil wird weiterhin laufen gelassen. Und jetzt ist Donnarumma wieder da. Weiter Abwurf. De Bruyne. Rodrigo. Und der nächste Schussversuch. Benzema. Ja. Was kommt nicht durch? Cancelo. Jetzt ist er wieder da. Ja, der Ball, der wird nicht ankommen. Das ist nicht das Spiel, was ich dann sehen will. Hohe Bälle auf Messi, hohe Bälle auf Kanté und so weiter. Bitte nicht flach spielen, Jungs. Und dann ist alles gut. Über hier Neymar. Und jetzt kann man den hochschlagen. Auf Hakimi. Der hat ein bisschen Platz, kann den annehmen. Nächste Flankenball geklärt von Varane. Rodrigo. Und Kanté hat ihn. Wieder ein hoher Ball. Doch, da soll er nicht hingehen. Bitte ganz nach außen. Nächster Warball. Neymar läuft durch. Neymar, 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 Neymar. Da ist Kaká. Trifft 3:0. 79. Spielminute. Und jetzt gehen wir langsam in eine Richtung, die sehr gut aussieht. Ricardo Kaká, Doppelpack. De Bruyne setzt nach, Kaká setzt nach gegen Reece James. Ricardo Kaká gegen Reece James. Immer noch Kaká, immer noch Kaká. Jetzt verliert er den Ball gegen Reece James. Und Kaká kriegt den Ball nicht zurück. Kimpembe ein weiteres Mal. Einfach gut gemacht. Kaká kämpft. Ja, probiert es mit einem laschen Bauerntrick. Wie immer, durch die Hosenträger durchrollen lassen. Und dann mit Tempo nach vorne. Klappt aber nicht. Und wieder schön gespielt. Kaká wieder vorne in der Spitze.
Das ist Cancelo, wieder Kaká. Oh, der will den nochmal rüberlegen, oder was? Auf Messi. Neymar schießt, trefft 4-0. Wow! Sehr souverän. Sehr, sehr souverän, wirklich. Gut, 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 gut. Gefällt mir gut. Top. Warum nicht? Langeweile auf Ricardo Kaká, der hat nochmal die Chance in den 90. Kaká liegt noch auf dem rechten, 5-0, Dreierpack, Ricardo Kaká. Sensationelles Spiel von Ricardo Kaká. Ich kann da nicht meckern. Haben wir gewonnen. Das war das erste Spiel für den heutigen Abend. Ich bin sehr zufrieden. Wir gehen direkt ran ins nächste. Ja. Ich sehe es jetzt gerade. 6 Versuche hat Ricardo Kaká und davon waren 3 auch direkt drin. Davon haben 3 den Weg ins Netz gefunden. Sehr schön. Super. Freut mich. Absolut geniales Spiel, aber auch Donnarumma, muss man tatsächlich sagen. Donnarumma hat echt einige hundertprozentige Chancen wirklich gut vereitelt. Donnarumma ebenfalls sehr gutes Spiel gemacht in meiner Mannschaft hier. Der Gegner vielleicht etwas, ja, unschlüssig in seinen Abschlüssen, kann man das so sagen. Nicht so konsequent, einfach nicht abschlussstark. Das ist normalerweise das Manko, was ich habe. Die Abschlussschwäche. Diesmal hat es der Gegner erwischt und wir konnten glänzen. David, Garrincha, ich hätte eher Garrincha auf rechts gestellt und Martins auf links. Tchouameni, Kotza, Kimpembe. Delaney, Klaus. Interessante Mannschaft. Wir schauen mal rein, wie der Gegner taktisch sich so aufstellt und wie er spielt. David, den habe ich tatsächlich diesen Tag in auch einem Set gezogen. Ich habe für mich privat und nochmal ein paar Upgrade-Sets gemacht, um meine Non-Rares und so weiter nur loszuwerden, weil das war eine gute Chance dafür. Und da war gerade mal der David drin in so einem tollen League-On-Set. Schade eigentlich, dass es kein Team of the Year war. Sehr schöner Ball auf Neymar. Neymar in der Mitte ist Messi, der kriegt den Ball nicht durch. Wird der da nicht etwas körperlich dann noch angegangen, der Neymar? Also er tritt über den Ball, aber irgendeinen Grund muss es ja haben, dass er über den Ball tritt. Das macht Neymar nämlich sonst eigentlich nicht. Aber für einen Foul reicht das in dem Fall dann auch nicht. Messi läuft vorne wieder steil rein in die Spitze, den wird er nicht bekommen. Schlechter Ball von Akimi. Schlechter Ball. Garrincha. Barqueta. Und da ist De Bruyne. Holt sich den Ball sehr, sehr gut. Auf der linken Seite viel Platz für Ricardo Kaká. Der ein überragendes Spiel in der letzten Partie gemacht hat. Probiert es hier durchzusetzen gegen
Kimpembe, und das macht er auch. Er holt sich den Ball zurück. Kaka. Da ist Neymar. Pass kommt nicht an. Neymar hat sich aber auch wirklich schlecht angeboten. Der hat erst im Rückraum sich angeboten, wollte den Ball dann da haben und dann läuft er wieder vorne steil rein in die Spitze und versteckt sich. Abseits. Trini. Hakimi. Andere Seite. Wieder viel Platz. Seitenwechsel auf Cancelo. Klaus ist da. Jomini. Stark von Marquinhos und vorne ist wieder Kaka mit Neymar. Das Spiel ist wieder etwas schwieriger zu bespielen, weil es hier wieder die Umstände sind wieder nicht so schön, die Bedingungen. Links raus, viel Platz für Cancelo. Cancelo im Rückraum ist Kaka und Kimpembe stellt das Ding wieder richtig gut zu, so wie man es kennt. Desai, passt auf. Oh, Kaka, was ist das denn für ein Ball? Bitte? Kante, Messi, 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 Messi. Da ist Kaka, hat eine auf linken, Kaka trifft zum 1-0. Unfassbarer Antritt wieder von Lionel Messi. Und super von Kaka vollendet. Und er geht direkt raus. Dankeschön. Zweiter Sieg im zweiten Spiel. Sehr schön. Dann machen wir weiter mit Spiel Nummer 3. Oh! Messi, Neymar, Mbappé. Die absolute Weltklasse-Dreierreihe da vorne. Und dann in der Defensive nur gute Karten. Marquinhos, Hakimi, Cancelo, Team of the Year, Jorginho auch noch. Und Rüdiger ist ein ebenfalls sehr, sehr guter Verteidiger. Wir gehen rein in die dritte Partie. Hier der Mbappé, den gilt es natürlich auch hier wieder ordentlich zuzustellen. Die Laufwege, Mbappé darf gar nicht ans Laufen kommen. Sonst wird es nämlich sehr, sehr schwierig. Maradona ist auch noch im Team mit dabei und das meine ich. Mbappé, der wird hier von Kanté und von Marquinhos gestellt, das ist gut, das ist auch wichtig so. Der darf nämlich, wie gesagt, überhaupt nicht sein Tempo in keinster Weise ausspielen dürfen. Der muss direkt gestört werden.
Der Sai steht mir ein Müh zu weit vorne, weil er eigentlich Innenverteidiger ist. Auch wenn er im Mittelfeld ebenfalls spielen kann, heißt es nicht, dass er es machen muss. Schöner Ball rechts raus. Wieder viel Platz für Ashraf Hakimi. In der Mitte ist Rüdiger, der fängt den Ball im Zurücklaufen, auch wenn er den Ball gar nicht sieht. Trotzdem fängt er den. Ohne große Probleme ab. Marquinhos ist da. Und der nächste Angriff nach vorne über Ricardo Kaká. Nächster Fehlpass. Marquinhos passt auf. Neymar mit der ersten guten Möglichkeit. Donnarumma ist da. Wow. Langer Ball auf Neymar. Und da kommt Cech raus. Und nochmal im Nachsetzen Neymar. Und der Ball findet nur den Weg ans Außennetz. Er hätte auch rüberlegen können. Messi war nämlich mitgelaufen. Sein Freund und Kupferstecher. Lionel Messi auf der anderen Seite. Und dann wäre es hier das 1-0 gewesen. Kolben, hallo. Ich habe tatsächlich erst 2 Spiele gemacht und steht dementsprechend 2-0. Nächste gute Möglichkeit für Ricardo Kaká. Cech macht das Ding in dicht und wieder Messi. Und den hättest du doch mal rüberlegen können, Lionel Messi. Wir waren jetzt das zweite Mal frei durch, stehen da sehr, sehr frei vor Petr Cech. Und können den Ball zum zweiten Mal nicht im Tor unterbringen. Und da kommt wieder dann die Abschlussschwäche ins Tageslicht. Also 2 Siege bisher auf meinem Konto nach 2 gespielten Partien. Bisher eine gute Ausbeute, aber die Teams sehe ich schon im dritten Spiel. Die werden schon besser. Mit 5 Team of the Years dabei. Komisch eigentlich, dass jeder, sehr viele Spieler 5 Team of the Years einfach so haben. Nächster Ball auf Ricardo Kaká. Kann sich wahrscheinlich nicht durchsetzen gegen Marquinhos. Nee. Ah. Aua, auf der rechten Seite gegen Kevin De Bruyne. Die beiden ZMs im Laufduell. Kevin De Bruyne stellt es nicht gut zu. Kimpembe muss kommen. Maradona, das ist jetzt Neymar und er trifft zum 1-0. Der ist eiskalt im Gegensatz zu meinen Stürmern. Neymar. Ich weiß tatsächlich nicht, wie der Team of the von Donnarumma ist. Ich habe bisher vielleicht maximal 2-mal gegen den gespielt und ich habe keine Ahnung. Der kostet auch nur 200.000. Ich weiß nicht, ob es sollte ein Upgrade sein zum normalen, eigentlich ja. Man kann ja mal ausprobieren, man kann ja immer noch verkaufen. Der wird ja sowieso nicht mehr gezogen, das heißt, der sollte eigentlich nicht mehr fallen. Der Team of the Year Donnarumma. Eigentlich nicht. Boah, Chance für Messi, legt er sich auf den Linken. Und Neymar nochmal, Cech ist wieder da. Und Kanté fängt immer ab. Boah, Jorginho und Marquinhos, die laufen das richtig gut zu, der Mittelfeld. Genau das muss man mit Mbappé machen, den muss man früh anlaufen und bei der Ballannahme schon stören. Ricardo Kaká macht das jetzt richtig gut und da geht De Bruyne noch dran und was ist das denn? Das ist Abseits, Kevin De Bruyne, was machst du denn da? Nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut. KDB verhindert das sichere 1-1. Neymar mit dem Dribbling, Neymar, lange Ecke. Und wieder gehalten von Petr Cech. Nächste Ecke getreten von Kevin De Bruyne. Nachschusschance für Neymar. Kaká blockte wieder ab. Nochmal Neymar und Rüdiger ist da. Jungs. Durchkommen wir auf jeden Fall durch diese wirklich Weltklasse aufgestellte Abwehrkette. Besser geht es tatsächlich nicht. Die kann man aktuell nicht besser aufstellen. Die Abwehr als der Gegner. Und bis dato haben wir Chancen, da durchzustoßen. Aber wir müssen halt auch einfach mal die Murmel über die Linie schieben. Jorginho. Donnarumma. Aua. Donnarumma nicht. Maradona ist es. Donnarumma spielt nicht im Feld. Und gut abgefahren von KDB. Langer Ball auf Nene. Der will nicht ankommen. Marquinhos ist da. Kaká, zweiter Ball, den holt er sich.
Neymar auf der linken Seite, der ist ein bisschen zu weit rausgespielt. In der Mitte ist Kaká oder Messi. Trifft 1-1. Wunderbar gespielt. Die zwei Companeros. Neymar, Messi. Super. Und jetzt kommt Mbappé ans Laufen. Ganz stark, Kanté. Rechte Seite, wieder viel zu viel Platz. Für Hakimi in der Mitte ist wieder Messi, der Ball kommt nicht an. Antonio Rüdiger macht das sehr, sehr gut. Der hätte gerne nochmal einen Meter gehen können. Der hätte nochmal einen Meter gehen können. Das auf jeden Fall. Ach, komm. Messi. Auch auf der anderen Seite. Sehr aktiv. Wir gehen rein in die 15-minütige Halbzeitpause und gucken uns auch gerne mal die Statistiken an. Lionel Messi, 4 Versuche, einmal hat's geklappt. Nico, eigentlich müssen ja Eigentorspieler noch kommen, ne? Prinzipiell müssten ja welche kommen, aber ich glaube, das läuft bald aus. Von daher, also es müssten welche kommen, aber ich glaube nicht, dass noch welche kommen, weil das Ganze ja bald ausläuft. 20 hätten es, glaube ich, sein müssen, die man sich erst spielen kann. Wie viel sind rausgekommen? 10! Ha, witzig. Das ist gut. Also EA stellt dann da in der SBC einfach rein, die beste Karte ever. Kimpembe, 99er Rating. Man muss eintauschen, 20 Icon-Spieler. Icon-Swap-Spieler. Aber EA bringt einfach nur 10 raus. Von daher kriegt niemand diesen Kimpembe. Hahaha, witzig. Kevin De Bruyne, 2-1, was ist denn hier los? Direkt nach Halbzeit, KDB. Packt seinen rechten Schlappen aus. Und los geht's. Oh, das ist verdient, das 2-1. Das ist verdient. Ich habe gerade in der Halbzeitpause auf die Statistiken geschaut und ich habe gesehen, dass wir deutlich mehr Schüsse hatten. Wir hatten mehr Chancen, wir hätten mehr Tore verdient gehabt. Haben es leider nicht hinbekommen. Der Gegner war sehr eiskalt vorm Tor. Und jetzt treffen wir. Und das ist gut und das ist wichtig. Wir müssen aber aufpassen. Aua! Probiert's da. De Bruyne. Kimpembe, das ist sehr gefährlich, wie sie sich da hinten rauskombinieren, aber es ist auch sehr gut teilweise. Der Pass war nicht so schön. Jorginho. Das ist Diego Armando Maradona. Eine wahre Legende. Rechts raus, viel Platz. Hakimi. Marquinhos. Holt sich den Ball gegen Messi. Ganz, ganz stark den Weg mitgemacht von Joao Cancelo. Das 81 Plus Pack, ja. Man kann zwar, es lohnt sich tatsächlich in dem Fall nicht mehr so doll wie noch gestern Abend um 18.45 Uhr, weil da noch die Team of the Year Spieler drin waren und heute halt nicht mehr. Aber es gibt ja neue tolle Spieler zu ziehen, wie zum Beispiel Bellingham. Von daher, oder irgendwelche High-Rate Spieler, die man dann in SBCs packen kann. 2-1 und der Gegner ist wieder extremst eiskalt. Das ist, finde ich, auch ein Ball, den man tatsächlich als Torhüter in der coolsten Ecke. Ich bin kein Torhüter. Ich würde aber einfach mal sagen, den kann man haben. Den Ball. Finde ich sehr, sehr schade. Macht doch noch immer wieder einen nicht so guten Eindruck. Und das ist der dritte Torschuss und das zweite Tor von der gegnerischen Mannschaft. Diese Spieler, Marquinhos, Maradona,
Maradona, Mbappé, die sind unfassbar treffsicher. Unfassbar eiskalt vom Tor. Da muss man halt extrem aufpassen. Im Gegensatz zu einem Kaká zum Beispiel. Die nächste Chance für Mbappé. Und jetzt will er natürlich sein Tempo ausspielen. Kimpembe macht es ihm schwierig. Das ist Neymar. Das ist wieder Mbappé. Und da vorne ist wieder Neymar. Ganz stark von Kimpembe. Schön den Körper reingestellt. Super gemacht. Boah. Neymar über die linke Seite. Sehr schön. Von Kanté abgeblockt. Messi. Langer Ball nach vorne auf Jorginho. Abwehr steht eigentlich. Fünferkette ist vor mir. Zwei ZM sind auch da. Wird schwierig, sich dadurch zu kombinieren. Und den Ball holen wir uns. Es gibt ja schnell nach vorne. Vorne ist Messi. Bietet sich sehr, sehr schön an der rechten Außenbahn. Pass in die Mitte auf Kaká, der eigentlich auf links stehen sollte. Da steht jetzt aber João Cancelo, der kann den Ball annehmen. Cancelo, was macht der denn da? Nimm den Ball an und schieb ihn rein mit dem rechten Schlappen. Aber nicht so ein krummes Ding mit links. Oh, wieder eine dicke Möglichkeit. Steht er da vorm Tor, halb linke Position. Und kriegt den Ball nicht wirklich aufs Tor gebracht. Kein guter Abschluss, leider Gottes. Aber Cancelo ist natürlich auch kein Stürmer. Nächste Chance, Lionel Messi vorne drin, nimmt den Ball an und trifft. So will ich das sehen. Und nicht anders. Schön von Neymar rübergespielt. Auf Hakimi, der bringt die Flanke. Messi nimmt den Ball mit links an, vollendet mit rechts. Peter Cech hat keine Chance und dann steht es 3:2 in der 74. Spielminute. Das war ein sehr gut rausgespieltes Tor. Und wir finden weiterhin vorne viele Lücken gegen den Gegner. Das gefällt mir sehr gut. Wie sich meine Dreierreihe da vorne freiläuft, anbietet, wie sie sich durchkombinieren. Und wieder Lionel Messi holt sich den Ball. Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi. Was kann er machen? Was kann er machen? Wo ist wer frei? Ganz hinten ist Kevin De Bruyne, ne? Neymar Licht am Boden, da kommt der Ball hin und jetzt ist er weg. De Bruyne und Neymar kriegen den Ball nicht. Maradona über die rechte Seite. Maradona gegen Cancelo, der kommt erstmal dran in den Ball. Foul war es scheinbar nicht. Vorteil laufen lassen, Mbappé. Och, Donnarumma. 80. Spielminute, wir werden nochmal wechseln. Wir werden nochmal wechseln. Hakimi holt sich den Ball gegen Ricardo Kaká. Nächste Chance, Neymar dreht auf. Neymar mit einem Trick. Und die Abwehr steht noch sicher. Messi ganz, ganz weit draußen. Auf der anderen Seite ist Cancelo. Da kommt der Ball nicht hin. Cech kommt raus. Spielpass von Petr Cech. Wieder Neymar. Wieder Messi. Messi auf dem linken. Messi trifft 4:2. Ganz stark. Und das war's. Der Gegner geht raus. Wir gewinnen die nächste Partie. Ich wollte eigentlich nochmal wechseln, aber dazu kommt's gar nicht. Ist aber nicht schlimm. Wir gehen rein ins nächste Spiel. Wir gehen rein in die nächste Partie. Und darf ich mir einen Song wünschen? Vielleicht von irgendjemandem? Zum Beispiel von wem? Wem denn? Finch? Weiß ich nicht. Ich habe das nicht ausgesucht, das Lied. Der Gegner hatte 3 Schüsse. Ich hatte 13. Wir haben 4:2 gewonnen. Am Ende ist der Sieg da, aber wir hatten echt mehr Möglichkeiten, die wir hätten nutzen müssen. Auch, Mann. Na gut. Wir haben ganz kurz rein in die Squad Building Challenges. Hauptsache, es schmeckt. Oh, Jumbo Gold 26 Set. Da sind 3 seltene, glaube ich, drin, ne? 3 oder einer nur? Bin gespannt. I'm
Würde ich sehr gerne nochmal machen, ja. Ich bin nicht dick, meine Schönheit braucht Platz. Gib mehr Geld für Fressen aus, als wenn Ölscheich es hat. Schon als kleiner Bub hab ich in keine Shorts reingepasst. Gutes Werkzeug hängt halt immer unterm Vordach, mein Schatz. Steht derselbe Typ, Frau, der die Fettwitze macht. Ich geb die Knabenbrust, was von meinen Schmerzen. Oh, drei seltene, hey, wie nice. Mich nervt euer Schönheitswahn. Auch ich trainiere hart. Dreieck reißen Dönerladen. Ich bin ein Typ mit einem Sixpack, der nur sich selber lieben kann. Ich will ein Kerl, an dem was dran ist. Ich will einen Mann, ich will einen Mann. Ich will einen Mann. Ich will einen runden Mann mit Hunderten von Kilogramm. Sie will einen hübschen Mann, der sie beschützen kann. Ich will einen runden Mann mit Hunderten von Kilogramm. Sie will einen hübschen Mann, der sie beschützen kann. Ich will einen Mann, sie will 200er Ping? Oh, bitte nicht. Waran! Wir rein in die nächste Partie. Ich würde fast sagen, dass der Gegner deutlich mehr Priorität auf seine Defensive setzt. Das klingt erstmal doof, wenn man sieht, dass Cristiano Ronaldo vorne im Sturm steht. Aber der Gegner hat ein schon echt defensiv aufgestelltes Team mit zum Beispiel einem Kanté plus Fred in der zentralen Doppel-6. Was erstmal relativ unüblich ist. Ich hatte das, diese beiden tatsächlich auch ausprobiert. Die sind beide gar nicht schlecht in der Doppel-6. Auch zusammen. Allerdings, wenn man Viererkette hat und auch vier defensiv gut aufgestellte Spieler da schon stehen. Nochmal zwei defensive ZMs. Ich weiß nicht so wirklich, wie sein ZOM dort agiert. Cristiano Ronaldo ist natürlich eine absolut offensive Macht. Cole über die rechte Seite und Mané sind natürlich auch offensive Mächte, aber trotzdem sehe ich hier fast nur drei wirkliche Offensivspieler bei ihm. Bin gespannt, wie er das regeln wird, wie das sich taktisch aufstellen wird. Bis dato kommt er mit diesem Pass von Cristiano Ronaldo erstmal sehr gut durch auf Cole, Rama, und ich habe nichts gesagt. Es steht nämlich 1-0 in der 10. Spielminute für den Gegner. Leider Gottes sehr schlecht verteidigt. Erstmal wurde Cole das sehr, sehr frei laufen gelassen auf der Seite. Außerdem wurde dieser Pass in die Mitte überhaupt nicht konsequent verteidigt. Und Benrahma ist ebenfalls ein Offensivspieler. De Bruyne holt sich den nächsten Ball. Cristiano Ronaldo kommt von hinten, holt sich den Ball zurück. Und wieder ist De Bruyne da. Ricardo Kaká, das ist Neymar. Auf der rechten Seite viel Platz. Der Ball sollte natürlich hochgespielt werden, weil so kann der Pass nicht ankommen. Der nächste Fehlpass von Neymar. Wieder steht Luke Shaw da. Also bis dato sind die Außenverteidiger sehr, sehr gut darauf eingestellt, auf meine hochstehenden Außenverteidiger. Die fangen einige Bälle bis dato ab. Der nächste Ball kommt jetzt aber durch. Joao Cancelo, Kyle Walker ist da. Das gibt die erste Ecke im Spiel. 18. Spielminute, Ecke kommt auf Marquinhos und der Nachschuss von Neymar. Und der ist richtig gefährlich, Alisson Becker. Muss ich ganz, ganz lang machen. Luke Shaw. Luke Shaw verfolgt von Lionel Messi. Cristiano Ronaldo ebenfalls verfolgt von Lionel Messi und von Kimpembe. Wieder Luke Shaw. Puh, das ist ein ganz einfacher Pass auf Mané. Ich weiß nicht, was Hakimi dort macht.
Sehr schönes Dribbling von Lionel Messi. Auf der anderen Seite wieder viel Platz für Cancelo. Cancelo geht am ersten dran vorbei. Kaká steht gut. Da ist Messi. Abgeblockt von Kanté. Das gibt den nächsten Eckball. Ecke kommt. Varane im Kopfballduell. Und gibt es nochmal die Chance jetzt hier für Neymar. Kaká holt sich den Ball. Varane abseits. Das gibt es nicht. Das ist Messi und auf der anderen Seite ist Hakimi. Messi viel zu schlecht. Ganz, ganz schwach geschossen von Lionel Messi. Was soll das? Was soll so ein Schuss? Das ist richtig gut durchkombiniert. Und dann muss das Ding aber auch einfach mal fest aufs Tor gebracht werden. Mit solchen Bällen können wir auch kein Tor erzielen. Das ist leichtes Futter. Kanté. Fängt den Ball ab. Cristiano Ronaldo kriegt den Ball wieder. Oh, das hätte richtig gefährlich werden können. Langer Ball auf Kaká. Gegen Kyle Walker. Ball kommt nicht in die Mitte. Dembele. Kaká. Der wird nicht ankommen bei Neymar. Ist nicht unbedingt zu langsam, aber körperlich kann er da nicht gegen angehalten. Nicht anhalten. Nicht gegen anhalten. Ja, richtig. So sagt man das. Nicht gegen anhalten. Nicht gegen ankämpfen, kann man auch sagen. Gegen Saar war das nämlich. Neymar. Richtig schönes Dribbling. Neymar zieht ab. Wieder ist Alisson Becker da. Nächste Ecke. Getreten von Messi. Und es ist Hakimi. Wieder rechts raus. Damit ist Neymar. Flanke kommt nicht an. Der 7. Ganz stark von Marquinhos. Langer Ball. Der wird nicht ankommen. Boah, Kaká, wird er von zwei Leuten in die Mangel genommen, oder was? Auch nicht so schön. De Bruyne mit viel Tempo nach vorne. Messi und Luke Shaw ist da. Und wir gehen in die Halbzeitpause mit einem 0-1 Rückstand. Chancen. Und wie man hier sieht, 5 Schüsse, der Gegner hat einen und der war drin. Genauso wie er es aufgestellt hat, tatsächlich. Benzema kann er noch bringen. Diaby, Kenan, Zakaria, David, ja. In Halbzeit Nummer 2 müssen wir deutlich abschlussstärker werden. Und auch das ermahne ich ja oder bemängle ich immer wieder, dass ein Neymar, dass ein Messi, aber auch ein Kaká. Kaká fällt so ein bisschen weg, aber Neymar und Messi, okay. Das sind ja keine schlechten Abschlussspieler. Die haben in ihrer Karriere schon so viele Tore gemacht. Ich blicke da vor allen Dingen zu Lionel Messi. Und der im 16er ist, sind ganz, ganz viele Bälle meistens drin. Ähnlich wie bei Cristiano Ronaldo.
Und dann kann es ja nicht sein, dass wir diesen einen Schuss dort haben mit Lionel Messi, diese wirklich riesen Möglichkeit, wo er zentral vorm Tor steht und kein Verteidiger mehr den Ball abblocken kann, geschweige denn irgendwie abgrätschen kann, was weiß ich nicht was. Dass dann so ein schwacher Schuss dabei rumkommt, das ist halt ganz, ganz großes. Das ist großer Mist. Und da war wieder die nächste Möglichkeit, Lionel Messi. Schön kombiniert, da wieder über die rechte Seite. Sadio Mane, Desai und Hakimi klären den Ball im Verbund. Und De Bruyne, Cancelo, jetzt steht Walker mal richtig und fängt den Ball ab. Und stark von Kimpembe. Langer Ball, der wird nicht ankommen bei KDB. Wieder ist Kyle Walker da. Kanté holt sich den Ball, Pass rechts raus auf Messi. Und wieder der Querpass auf Ashraf Hakimi. Hakimi, da ist Neymar und der trifft den Pfosten. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das war ein richtig schöner Spielzug. Über De Bruyne, Hakimi und Neymar. Und dann geht der Ball an den Pfosten. Rechts viel Platz. Nochmal in der Mitte. Messi und wieder links raus. Und jetzt ist Walker wieder da. Oh, die verteidigen zu dritt. Dieses Umhergespiel ohne den 16er, wie beim Handball. Und das Verteidigen sind zu dritt richtig gut. Weil die dort gar keine großen Lücken anbieten und trotzdem immer wieder nah am Gegenspieler dran sind. So, fängt den nächsten Ball ab. Neymar verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung, im Dribbling. Cristiano Ronaldo wartet, einfach nur bis Kohl überläuft, aus unser Abstoß. Einmal rankommen, Marquinhos. Dankeschön. Es geht aber auch alles ein bisschen schneller, Marquinhos. Wir haben nämlich nicht viel Zeit. Das sei mal dazu gesagt. Schöner Ball. Oh. Cancelo. Bitte wieder zurück in die Mitte auf Neymar. Einwurf für uns. Einwurf für uns. Kohl war als letzter dran. Wieder viel Platz für Ashraf Hakimi. Dort läuft Messi ein und wieder ist Luke Shaw als letzter Mann dran. Und ich habe so das Gefühl, dass wir, wenn wir jetzt nicht gleich hier den Ball dort vorne reinlegen können ins Nest, dass er einmal kontert und mit Cristiano Ronaldo den Ball versenken wird. So ein ganz dumpfes Gefühl habe ich. Nächste Chance, Cancelo. Wieder über linke Seite, hat viel Platz. Nein. De Bruyne richtig gut aufgepasst, fängt den Ball ab. Boah, Kanté, ja, als letzter Mann da im Mittelfeld. Alle haben sich vorne angeboten, hatte keine Anspielmöglichkeit. Und jetzt ist er durch, Cole. Und Donnarumma. Ganz stark. Der Schiedsrichter, ich habe eine Pause angemeldet. Wann darf ich denn wechseln? Das ist ja ein Ronaldo. Nächster Pass, der nicht ankommt. Rechts viel Platz. Hakimi. Und das ist ein schlechter Pass. Messi holt sich den zurück. Der kämpft. KDB! Wow! Was ein linker Hammer von Kevin De Bruyne! Das ist ja genial! Deswegen ist er drin im Team. Genau deswegen!
Wow. Ganz stark, Kevin De Bruyne. Was ein Schuss mit seinem genialen linken Fuß. Er ist eigentlich Rechtsfuß. Beziehungsweise man weiß es nicht genau. Er kann beide Füße benutzen, er ist mit beiden Füßen tatsächlich gleich stark. Das hat man hier gesehen in der Szene. Wunderbarer Weitschuss aus der zweiten Reihe. Und dann steht es 1-1. Und das ist wichtig in der 85. Spielminute. Wir bringen Neres, wir bringen Córdoba. Offensiv einiges an Tempo, defensiv ebenfalls einiges an Tempo und Erfahrung gleichzeitig. Und geht raus. Oh, das ist Messi. Messi setzt sich erstmal gegen Varane durch. Der zweite Mann kommt da nicht dran vorbei. Dann der Ball auf Diaby. Der ist auch neu in der Partie. In der Mitte immer noch Cristiano Ronaldo. Wahrscheinlich ja. Ich sehe ihn aber nicht mehr. Ich sehe ihn nicht mehr. Werde. Ich sehe ihn nicht mehr. Cristiano Ronaldo wurde ausgewechselt scheinbar. Ganz stark von Córdoba. Und damit gehen wir rein in die Verlängerung. 1-1 steht's in der Partie. Acht Schüsse, der Gegner hat 2. Er steht dann zu 1. 3,2 im Vergleich zu 1,1 erwarteten Toren. Pff, Hilfe. Wenn man es genau nimmt, hätte ich dieses Spiel innerhalb von 19 Minuten genau mit 3-1 gewinnen müssen. Wenn man es richtig genau nimmt, hätte das so passieren müssen. Halbzeit Nummer 1 der Verlängerung. Doch, deutlich. Mané macht weiterhin echt viel Druck da über die Seite. Aber auch jetzt kommen wir mit David Neres, der auch bei uns viel Druck. Neres! Schade. Viel Druck mit in die Partie mit reinbringen soll. Auf gegnerische Seite natürlich soll der Druck entstehen. Also er soll sich unter Druck fühlen. So ist es richtig. Mané gegen Kanté, gegen De Bruyne. Mané bleibt am Ball. Mané. Ganz stark verteilt von Desailly. Messi steht jetzt in der Zentrale. Oh, Cancelo. Stark von Marquinhos. Und die nächste Möglichkeit. Donnarumma entschärft. Neres. Boah, schöner Seitenwechsel. Also, der Linksverteidiger Cancelo ist, ich glaube, dem gehen die Kräfte aus. Der bringt dir keinen gescheiten Ball mehr an den Mann. Der hat nicht mehr die meiste Ausdauer. Was können wir machen? Der Ball kommt an bei Neymar. In der Mitte ist Messi, der Ball kommt nicht an. Und Cancelo muss wieder nach hinten. Ja, stark von Marquinhos. Boah. Gut gesehen die Lücke. Aber auch gut zugestellt. Marquinhos gegen Werder. Marquinhos ist schon raus. Und jetzt ist er wieder drin im Zweikampf. Marquinhos ist da. Langer Ball. Und dann geht's in die Halbzeitpause. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wen können wir noch bringen? Haben wir noch irgendeinen Impuls, den wir hier setzen können? Eigentlich für die linke Seite brauchen wir was, ne? Trezeguet.
Wie viel Tempo bringt Dresege mit? 82 Tempo, das reicht nicht. Damit können wir jetzt hier nicht kontern. Aber wir können jetzt auch nicht David für... Können wir auch nicht machen. Wir gehen genau mit dieser Elf in die letzten 15 Minuten vor dem vielleicht kommenden Elfmeterschießen. Das ungewöhnlich von Córdoba. Na, Fred. Was? Der trifft so mit links aus dem Winkel, Fred. Der ist eigentlich überhaupt nicht so abschlussstark. 2-2, 110. Spielminute. Fred. Und das trifft uns ganz, ganz eiskalt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Doch nicht Fred. Nicht mehr nach vorne. Wieder Diaby. Jungs, komm schon. Da vorne. Nein, das ist genau der falsche Pass. Ganz hinten war Neres eingestartet. Und jetzt wird er das Ganze zeitlich wahrscheinlich runterspielen wollen. Geben wir noch eine Möglichkeit hier. Über Lionel Messi kämpft nochmal gegen Rafael Varane, der kommt da auch nicht mehr dran vorbei und dann wird es gewesen sein. Wir verlieren tatsächlich diese Partie mit 2-1. Völlig unverständlich. Diese Partie hier darfst du natürlich nicht, wenn du so eine Masse an Chancen hast, darfst du nicht 2-1 verlieren. Und nicht, ich red nicht in 110. Alter. Also von vorne bis hinten ist es absoluter Quatsch. Die Gegner hat hinten raus nochmal gute Chancen gehabt und hat auch ein bisschen aufgeholt. Trotzdem haben wir weiterhin 3 erwartete Tore und die Erwartungen überhaupt nicht erfüllt. Es ist völlig für den Arsch, weil wieder die absolute Torflaute sich fortsetzt. Erste Niederlage mit ins Boot. Wir gehen rein in die letzte Partie für den heutigen Abend. Wieder gegen einen guten sehr guten Gegner. Mit Coman, Goretzka, Rüdiger, Süle, Davis, Mondi im Tor. Cantona war auch noch dabei. David vorne im Sturm. Jonathan David. Das wird schwierig. Antona probiert's mit Laufen. Das ist ja eben Doppelpass mit Lionel Messi. Dass er ihn weiterhin eigentlich in der Innenverteidigung eingesetzt, was er da vorne macht, kann ich mir nicht beantworten.
Jorginho und Timo Ziyech mit Goretzka. Das ist natürlich auch eine echt gute Doppel-6. Jorginho Weltklasse-Jahr gespielt, 2021. Zu Recht Spieler des Jahres. Beziehungsweise als Einspieler des Jahres im Team des Jahres. Hakimi, De Bruyne trifft zum 1:0. Und da ist mal wieder dieser Kevin De Bruyne. Der macht heute extrem viele Tore, KDB. Das ist stark. Ricardo Kaká sucht wieder den schnellen Achraf Hakimi und der Ball kommt wieder nicht gescheit an bei Lionel Messi. Warum spielt er den so weit nach vorne? Ich meine, Messi hatte doch da auch Platz, der hat sich ja im Rückraum angeboten. Ich weiß es immer nicht, was das für Pässe da sind. Kann ich ganz, ganz schlecht einordnen. Messi, ja. Boah, Cancelo wieder so dumm durch die Mitte gespielt. Di Natale, Schuss. Und jetzt ist er da. Gianluigi Donnarumma, ganz stark. Jetzt kommt er sich mal im Mittelfeld. Ein langer Ball wieder auf King Coman. Boah, Cancelo. Gut verteidigt. Langer Ball rechts raus auf Lionel Messi gegen Niklas Süle. Niklas Süle stellt sich erst gut an, dann aber doch nicht. Niklas Süle mit der Grätsche, die war überhaupt gar nichts. Messi, rechte Seite, viel Platz wieder für Hakimi. Hakimi gegen Davis, die sind beide extrem schnell. Cancelo, nächster Schussversuch. Und wieder ist Mondi da, Ecke, getreten von KDB. Mondi ist da mit einem 1,97. Eric Cantona. Tina Thales im Abseits. Und das war sehr wichtig, dass der von Kanté, glaube ich, ins Abseits gestellt wurde. Das wäre nämlich sonst ein Tor gewesen. Kanté wäre dann nicht mal hinterhergekommen. Neymar! Und die nächste Ecke. Getreten von Lionel Messi. Auf Marquinhos. Zu Lasch der Kopfball. Schöner Ball auf Messi. Messi hat noch auf dem Linken. Nächster Schussversuch. Wieder ist Mondi da. Ecke kommt wieder von KDB und die kommt jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Da ist wieder Marquinhos und den lenkt er an die Latte. Ne, an den Pfosten, nicht an die Latte. Mondi. Hast du kein Glück, kommt in manchen Situationen dann auch noch Pech dazu. Esai. Sehr gefährlich, den so durch die Mitte zu spielen. Aber wenn der Ball ankommt, sage ich nichts dazu. Das ist Hakimi im Rückraum. Das ist Kanté. De Bruyne. Kaká. Verliert den Ball gegen Trent. Ja, Di Natale wird durch sein und treffen zum 1:1. Viel zu einfach.
einer der wenigen Chancen bisher wieder für den Gegner. Die er aber auch dann wieder eiskalt nutzt. Der Teufelskreis beginnt. Neymar gegen Rüdiger, gegen Süle. An Süle kommt er noch vorbei, an Rüdiger nicht. Das deutsche Abwehrbollwerk. Goretzka holt sich den Ball. Und durch solche Fehler, ne, kommt der Gegner irgendwie an seine Chancen. Und wenn dann dieser kleine Di Natale vor Donnarumma steht, dann wird Donnarumma mit deinen 1,99 auch wirklich so klein wie tut. Dann kann der nichts mehr machen. Ich bin wirklich, wenn ich diese Statistik da oben schon wieder sehe, bin ich sehr, sehr doll bedient. 3 Schüsse, 1,3 erwartet Tore, bei uns wieder 3,3. Und es steht halt einfach, es steht 1:1. Es müsste schon wieder 3:1 stehen. Bei aller Liebe, aber es kann doch nicht sein, dass wir Spiel für Spiel für Spiel für Spiel unsere Chancen immer wieder nicht nutzen. Wem soll ich denn das noch erzählen? Soll ich mir das noch an eine Tafel schreiben? Soll ich mir das auf den Stirn tätowieren oder was? Warum nutzen wir unsere verdammten Chancen nicht mit diesen hochkarätigen Spielern da vorne? Sorry, dass ich die alle nicht in der Team of the Year Variante habe, aber ich habe halt zufällig nicht 1000 Euro übrig, 2000, 5000 Euro, die ich da reinbuttern kann in das Spiel. Jedes Jahr. Für exakt 5 Monate, in denen man das Spiel spielt. Nee, habe ich nicht. Sorry, tut mir leid. Ohne Team of the Year kann man halt wahrscheinlich keine Tore mehr erzielen. Keine Tore erzielen, keine Spiele gewinnen. Kein Spiel gewinnen, kein Spaß haben. Ah, Teufelskreis. Dann müssen wir aufhören. Mann! Yay. Kommt doch endlich mal runter von eurem fucking Trip. Mit diesen scheiß Overpowered nicht, aber. Wie soll man sich als Normalo, wenn man kein Geld in dieses Spiel investiert, überhaupt mal irgendeinen gescheiten Team of the Year leisten? Wie? Geht doch gar nicht. Ist doch gar nicht möglich. Wir hätten einfach so 10 Millionen Coins rumliegen. Keiner. Oh, Messi hatte da eigentlich so viel Platz. Das ist Ricardo Kaká. Und der nächste Schuss. Wieder gehalten von Mondi. Ecke kommt auf Marquinhos. Kaká, Nachschuss mit dem Linken. Kaká setzt sich durch. Sehr schön. Das ist wieder Neymar. Mit dem Rechten abgeblockt. Chiesa, neu in der Partie. Wahrscheinlich, ne? Langer Ball auf Chiesa. Und das sieht mir nach einem sehr, sehr gefährlichen Angriff aus. Marquinhos muss rausrücken. 2:1.
Es wird jetzt tatsächlich sehr, sehr schwierig für mich persönlich, hier wieder aufzustehen. Und weiter nach vorne zu spielen, gute Chancen rauszuspielen, das ist wieder Cantona und das ist fast das 3:1. Und es gibt Ecke, 70. Spielminute. Goretzka kommt kurz. Es wird schwierig für mich persönlich, hier wieder aufzustehen. Messi, jetzt aber 2:2. Wow. Kommt nicht an. Wenn den Kevin De Bruyne gespielt hätte, wäre er angekommen. Bin ich mir relativ sicher. Das ist ein langer Ball. Wieder Chiesa. Boah, Jungs. Und weg damit. Schöner Ball auf Kaká. Der kann Neymar nicht erreichen, dieser Querpass. Boah, De Bruyne. Wow, stark gegen Cantona. Richtig gut verteidigt. Oh, und dann so ein Querpass wieder. Auch das sind Dinge, die ich halt nicht sehen will. Na, abgeblockt. Foul von Cantona oder nicht? Das ist doch ein Foulspiel von Erik Cantona. Der Schiedsrichter. Seitenwechsel. Und wieder steht Süle da. Süle. Ich habe eine Pause angemeldet, auch schon vor echt langer Zeit. Nächste lange Ball, der ankommt bei Chiesa. Kimpembe ist dran. Ist das widerlich, ey. Ich weiß nicht, wie ich was verteidigen soll. Ich kann es mir nicht erklären. So ein langer Pass, natürlich ist Marquinhos nicht, beziehungsweise Marquinhos ist nicht Cancelo, ist nicht auf seiner Position. Ich weiß nicht, wie wir das, keine Ahnung, wie wir das verteidigen sollen. Da kommen zwei Leute halt rausgelaufen, in der Mitte verteidigst halt leider Gottes keiner gut, weil niemand auf der Position stehen bleibt. Die laufen alle wie wilde Hühner durch den 16er durch. Und dann steht da natürlich einer, Erik Cantona, und haut das Ding in seinem wahrscheinlich zweiten Torschuss rein. Ball. Eine Minute geht es oben drauf. Das Spiel werden wir verloren haben, denn er geht auf Zeit. Die Nachspielzeit ist ja natürlich jetzt abgelaufen. Und der Schiri fällt ab. Mehr war es nicht. Nicht einen Ballkontakt mehr für David. In der 85. Minute hat er das Tor erzielt und mit dem Fingerschnips ist die Partie vorbei. Wir verlieren ein weiteres Spiel. Aus meiner Sicht wieder unverdient. Zweimal hintereinander. Und der Teufelskreis geht weiter. Und dazu haben wir ein gutes Lied. Teufelskreis. Komm, ich erzähle dir die Story von Tariq und
Jasmin. Vielleicht war sie naiv, doch eigentlich auch nur verliebt. Sie ist 18 Jahre jung, möchte Lehrerin werden. Das heißt, jeden Tag lernen, doch man sieht täglich die Schmerzen. Papa ging zu früh, man hört sie in ihr Kopfkissen weinen. Und jetzt bräuchte sie jemand, der sagt, du bist doch nicht allein. Genau an dieser Stelle kommt Tarek ins Spiel, der mit dem Geld prahlt, was er auf den Straßen verdient. 23 Jahre alt, er fährt einen BMW, stets bewaffnet, weil er ein gefährliches Leben lebt. Doch irgendwas finden die Frauen an ihm, und so hat sich auch Jasmin in seine Augen verliebt. Sonntagmorgens Jasmin auf dem Weg zum Gebet, trifft sie auf Tarek, den BMW. Eine Parade hat er. Er kommt mit einem schönen Spruch und sie hat kurz gelacht. Dann fragt er sie nach ihrer Nummer und sie wurde schwach. Heißt es, dieses Leben ist vorbei, deine Ehre für einen Schein, ja, ich lebe in dieser Zeit. Will man leben ohne die Schmerzen, ich seh da oben die Sterne, wir sind geboren zum Sterben, ah. Gibst du alles, doch kriegst nix, dann ist dein Kopf gefickt, verlier die Hoffnung nicht. Läuft es wie bei Tarek und Jasmin, ja, sie waren nur verliebt. Jasmin kriegt eine SMS vom Jungen mit dem Siebener. Hast du nicht Zeit und Lust, komm, wir gehen in eine Shisha-Bar. An diesem Tag hat sie Schmetterlinge im Bauch. Ja, ich hab Zeit, denn im Endeffekt will sie es auch. Mit dem Ausflug in die Shisha-Bar fängt eine Beziehung an. Sie ist völlig unerfahren und hatte noch nie einen Mann. Tarek ist jemand, der im Grunde nichts hat, denn außer Pumpen hat er nichts in seiner Jugend gemacht. Ja, dieser Junge, er war mal wegen Zuhälterei im Knast. Jasmin kriegt ihr Abi nicht aus, gut wurde mangelhaft. Schule verkackt, für dieses untreue Schwein sein Geburtstag. Er kriegt ihre Jungfräulichkeit. Nach dieser Nacht ist nix, wie es einmal war. Er hat Schulden und Jasmin leider keine Wahl. Jetzt will er, dass Jasmin ihre Seele verkauft und macht ihr Hoffnung mit dem Satz, wir vergeben nicht auf. Nein. Heißt es, dieses Leben ist vorbei, deine Ehre für einen Schein. Ja, ich leb in dieser Zeit. Will mein Leben ohne die Schmerzen, ich seh da oben die Sterne. Wir sind geboren zum Sterben, ah. Du alles doch kriegst nix, dann ist der Kopf gefickt, verlier die Hoffnung nicht. Läuft es wie bei Tarek und Jasmin, ja, sie waren nur verliebt. Mittlerweile läuft die Scheiße hier seit über einem Jahr. Tarek schlägt den Jasmin ein und fühlt sich dabei hart. Er verführt sie oft mit Gras und gestrecktem Pep. Die Freier behandeln Jasmin wie den letzten Dreck. Sie schaut auf den Boden, von zu aus rausgeflogen. Jetzt hat sie nur ihren Körper, den sie tauscht für Drogen. Heute kommt ihr bester Gast, der den Namen Hakan trägt. Sie sagt ihm, wie hart sie lebt und dass ihr Vater fehlt. In dem Moment kommt Tarek und verprügelt Jasmin. Hakan packt sich Tarek, um ihn eine überzuziehen. Hakan schlägt ihn K.O. und sagt so, es ist aus. Schaut Jasmin in die Augen, komm, ich hol dich hier raus. Holt sie raus und macht ihr klar, dass nix gratis ist. Die Endstation für Jasmin ist der Straßenstrich. Sie soll niemanden vertrauen, wurde ihr heute gezeigt. Wahrscheinlich kommt Jasmin niemals aus dem Teufelskreis. Ah. Heißt es, dieses Leben ist vorbei, deine Ehre für einen Schein, ja, ich leb in dieser Zeit. Will man leben ohne die Schmerzen, ich seh da oben die Sterne, wir sind geboren zum Sterben, ah. Gibst du alles, doch kriegst nix, dann ist dein Kopf gefickt, verlier die Hoffnung nicht. Läuft es wie bei Tarek und Jasmin, ja, sie waren nur verliebt. Ist auch so lächerlich da. Farid Bang mit Teufelskreis. Das ist nämlich genau der Kreis, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich in diesem Kreis auch in den letzten zwei Spielen wieder rein manövriert habe. Beide Spiele deutlich mehr Chancen und deutlich mehr Schüsse gehabt. Nicht genutzt und im Endeffekt verloren. Das heißt, wir haben heute immerhin 3 Siege geholt, aber auch 2 Niederlagen zum Schluss. Der Teufelskreis hat sich wieder gezeigt, hat sich wieder selbstständig gemacht, hat sich wieder angebahnt und er ist gekommen. Für heute war es das. Wir sehen uns morgen Abend wieder um 22 Uhr. Ich werde dann die letzten 15 Spiele machen. Muss noch genau wie viele? 8 Siegen holen. Ne? 8 Siegen holen, genau. Gut. Dann schauen wir mal, was das wird. Ich bin gespannt. Für heute war es das. Tschüss, bis morgen Abend. Schönen Samstag. Schönen Samstagnacht noch.
und schönen Sonntag. Bis morgen. Ciao, tschüss. Wir sehen uns.